Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen dufteligen Video, denn ich habe bei Candle Warmers Deutschland bestellt und das Paket ist bei mir angekommen und ich dachte, wir nutzen die Gunst der freien Zeit in meinem Urlaub und machen ein kleines Unpacking. Ich habe eine neue Duftlampe bestellt, die im Sale war. Ich habe einige neue Düfte bestellt. Ich glaube auch gar nichts altbekanntes. Ich glaube, es ist alles neu. Ich glaube, ja. Und ja, ich denke, wir starten einfach mal. Ich packe euch den Shop unten in die Infobox und ja, ich denke, wir beginnen einfach mal, was so ein bisschen eingezogen ist. Ja, ich habe mir eine neue Duftlampe bestellt, eine neue elektronische Duftlampe. Ich düftel ja nur noch elektronisch, egal ob es die Duftlampen sind, wo man oben die Melts reingibt oder eben die Lampen sind, ja, wo man ein Glas drunter stellt. Bei mir wird nichts mehr an Kerzen angezündet. Ich hatte damit ja immer Probleme, weil meine Katzen und besonders Flummi und dann auch Sam Flammen immer mega spannend fanden. Ich habe das immer mal zwischendurch probiert. Mit einer beaufsichtigten Kerze. Ich muss auch wirklich am Adventskranz immer mega aufpassen, dass da keine Katze in die Nähe kommt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der Hund am Ende vielleicht Kerzen findet, aber man muss es ja auch nicht herausfordern. Und ich habe mir jetzt ja eine neue gekauft, weil ich die ich im Wohnzimmer stehen hatte, die möchte ich in die Küche packen. Die ist auch ein bisschen kleiner und zierlicher. Das ist so dieses Marmeladenglas. Genau, man findet es hier hinten drauf auf der Verpackung. Dieses Mason Jar. Und ich habe mir jetzt bestellt, ich vermute mal, sie ist da gar nicht drauf, wenn ich das richtig sehe. Also hinten drauf sind jetzt einige abgebildet, aber meine tatsächlich nicht. Das finde ich ja strange, aber ist auch gar nicht schlimm. Ich kann sie euch zeigen, ich habe sie nämlich schon aus der Verpackung entnommen. Und zwar ist das die in diesem etwas älteren Stil sozusagen. Und hier oben kommt dann ja im Grunde der, wo man das Melt reinpackt. Und hier ist eben auch die Lampe und das Stromkabel. Ich hoffe, dass das eine gute Länge hat. Und ja, da freue ich mich schon, wenn ich sie dann anmachen kann. Es heißt Follow Your Dreams. Und ich finde das wirklich fürs Wohnzimmer richtig, richtig schön. Sie wird da im Bücherregal dann auch ihren Platz finden. Und dann seht ihr sie bestimmt auch mal in Aktion. Und ja, das finde ich auch richtig schön groß. Also da kann das Melt gut verlaufen. Beziehungsweise habe ich das ja jetzt immer in diesen Silikonbehältern drin, damit ich eben das hier nicht irgendwie beschädige. Aber gefällt mir sehr gut und hat reduziert, ich glaube 22 Euro oder 21,90 irgendwie gekostet. Also reduziert auch wirklich ein super günstiger Preis und ja, da musste ich dann auch einfach zugreifen. Vor allem, weil ich eben schon auf der Suche nach einer neuen war, damit ich die andere aus dem Wohnzimmer jetzt einfach in die Küche stellen kann. Dann kommen mir hier schon Busy Bees entgegen und zwar habe ich da Magic Beans bestellt. Ich glaube ja auch diese zwei Duftrichtungen. Und bei den Busy Bees ist es ja so, dass die, also diese kleinen Böhnchen sozusagen haben. Ich mache euch einfach mal eine Packung auf. Diese kleinen Böhnchen. Und dann nimmt man 3, 4, 5 Stück, je nach Duftintensität, eben auch einfach zum Düfteln. Die, ach, der riecht gut. Die halten auch wirklich gut durch. Man kann die wirklich so 2, ja, manchmal 3-mal dann auch andüfteln. Ich packe dann oftmals so eine neue Bohne einfach nur dazu. Ach, das ist toll. Welchen Duft habe ich hier? Magical Autumn. Ja, und es sind 15 Duftbohnen enthalten und ich glaube so 1,90 war der Preis. Oh, der ist toll. Ja, ich war auf der Suche nach herbstlichen Düften und Magical Autumn, ja, also so ist, steht dann auch drauf, was es für ein Duft ist. Oh, der ist toll. Also der hat schon sehr viel Apfel, sehr viel Zitrus und dann hat man wirklich so diese klassischen Herbstdüfte, Ingwer, Zimt, vielleicht ein bisschen Anis. Ah, finde ich toll. Und dann kommt so ein Hauch Wald. Und irgendwas Süßes. Ich weiß nicht, Zucker, Vanille. Ich finde ihn mega. Also es ist wirklich ein toller Herbstduft. Ich hoffe, dass der Zimt nicht zu überhand im Warmen nimmt, weil dann ist es für mich oft so ein Maggi-Duft. Ich weiß, das verstehen, glaube ich, immer nur die, die wissen, was man damit meint. Aber so riecht er super lecker und könnte wirklich ein ganz, ganz toller Herbstduft sein. Und der zweite Duft ist dann Spiced Cider. Auch diese Böhnchen, also die haben dann so eher einen Gelbton. Ja, der riecht gut. Ja, also hier hat man Holz, hier hat man Glühwein, man hat wieder ein bisschen den Zimt, aber da kommt man gefühlt im Herbst, ja, Winter nicht immer so drum rum. Und vielleicht was Beeriges. Ja, den finde ich schön. Also wirklich auch wie dieses Cider ja so ein bisschen riecht. Ich finde Glühwein und Holz, das ist eine schöne Mischung. Gefällt mir mega, mega gut. Also ich glaube, dass der wirklich so einen ganz gemütlichen Duft macht. Ja, der gefällt mir. Also, ja, gefällt mir unglaublich gut. Glühwein, Holz,
ein Hauch von Beere und vielleicht ein bisschen Zimt. Also da freue ich mich aufs Düfteln. Es gibt, glaube ich, von Busy Bee ja auch die Gläser. Unter anderem habe ich ja da auch schon den Elf Crazy hier, den ich ja auch abgöttisch liebe. Ist ja dieser grüne Duft. Und mal gucken, vielleicht zieht ja da das ein oder andere Glas bei mir ein. So, jetzt greifen wir einfach mal in die Box, was da noch so ein bisschen nebenan liegt. Ein bisschen an Düften habe ich noch. Ich habe nur in Anführungszeichen Melts bestellt. Keine Gläser. Und ich habe auch mir eine, ich glaube sogar zwei unbekannte Marken bestellt. Bin mir gerade gar nicht sicher. Wir fangen mit EBM Creations an. Das ist auf jeden Fall eine neue Marke, von denen ich noch nichts probiert habe. Hier haben wir eben 6 Melts drin. Und ich glaube, da waren wir so bei 6,50, 6,40. Nagelt mich nicht fest. Und ich habe bei EBM so ein bisschen rumgeguckt, auch was es Herbstliches gibt. Und das Schöne an diesen Verpackungen ist einfach, der riecht toll. Ja, der riecht toll. Dass man die einfach herausbricht sozusagen. Also man sieht hier, es ist schon mal gebrochen, was nicht schlimm ist. Und dann bricht man es nochmal durch. Und dann kann man das eben auch immer wieder ordentlich verschließen. Diese Verpackungen, da kommt der Hund, da kommt die Katze. Jetzt wird es irgendwie eng auf der Couch. Also die Verpackungen mag ich super gerne, weil man sie eben auch einfach verschließen kann. Jetzt kommt hier der Wauz. Willst du auch mal mitschnupsen? Nee, er legt sich hin. Ganz desinteressiert. Also Autumn Flanell Klang für mich. Also ich mag Flanelldüfte. Cozy Düfte sehr gerne und der ist toll. Ja, also der riecht so, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Weich und warm und so ein bisschen süß und dann hat er was Würziges. Also man riecht definitiv die Vanille. Es hat was Mandeligeres. Sind was Gewürziges drin, vielleicht Koriander. Also auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Zimt. Da kommt man nicht drum rum. Und dann hat man aber auch so, ich würde jetzt sagen, so diesen Lederduft. Und das ist auch Tonkabohne. Den Duft rieche ich zurzeit sehr gerne. Ich habe einige Düfte mit Tonkabohne. Und es hat halt auch diesen Kaschmirhauch, aber sehr dezent. Also ich finde ihn richtig toll. Also der hat auch nichts von wirklich frischer Wäsche, was ja oft bei Flanell eigentlich das Thema ist, sondern durch dieses vanillige, karamellige, mandelige. Der ist toll. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich bin sehr gespannt, wie EBM dann auch warm seinen Duft machen wird. Ich glaube ja auch, dass die auf Sojabasis sind. Na, genau, richtig, Sojawachs. Und das finde ich richtig gut. Da freue ich mich, ob man da ein Melt braucht oder vielleicht zwei. Das kann man mal ausprobieren. Gerade auch einfach in meinem doch etwas größeren Wohnzimmer mit 30 Quadratmeter. Ah, lass die Katze im Karton, das ist eine ganz schlechte Idee. So, wir müssen hier mal für Ordnung sorgen. Ach, meine Güte. Riecht auf jeden Fall kalt schon richtig, richtig lecker. Dann habe ich auch neu, wobei ich glaube, ich hatte von Candle Warmers schon mal einen Duft. Ich habe hier von Candle Warmers Enchanted Leaves. Den habe ich, glaube ich, bei Sarah Sophie gesehen, wenn ich mich nicht irre. Und da haben wir auch 6 Melts und ich glaube, die waren ein bisschen günstiger, unter 6 Euro im Vergleich zu den EBM. Aber preislich, also ja, nehmen die sich nicht so viel. Der ist toll. Oh, ich bin total angetan. Also der ist richtig toll. Der hat dieses, er hat dieses Herbstliche, wie wenn man eben ja irgendwie wieder Äpfel riecht, also auch wirklich sehr reife Äpfel, vielleicht auch die Schalen von Äpfel, was Zitrisches. Wir haben aber auch diese frische Herbstluft, also wirklich so dieses Blätter, vielleicht ein bisschen Nelke und ich würde auch wieder sagen, ein bisschen Tonka. Ja, also ich finde das richtig toll, mir gefällt der Duft richtig gut. Ja, schöner Herbstduft. Also auch nicht zu würzig, nicht zu frisch. Finde ich toll. Also es ist wirklich auch mit dem Apfel, super, gefällt mir sehr gut. Also bin ich auch mega gespannt. Ich glaube, ich hatte von Candle Warmer schon mal Melts, bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher. Aber hier vorne steht sogar drauf, oh, Steffi, wer lesen kann, Crisp Apple Nutmeg Vanilla. Nutmeg ist irgendwas Nussiges, oder? Ist das die Nutmeg? Ist das die Muskatnuss und Vanille? Aber Vanille... Also Vanille? Nee. Also ich rieche keine Vanille. Vielleicht ist das so das Zarte im Hintergrund. Vielleicht auch so ein bisschen mein Gedanke mit der Tonkabohne. Aber Vanille würde ich jetzt nicht rausriechen. Aber die Äpfel, also ja, den reifen Apfel definitiv. Und riecht super, super lecker. Und dann habe ich zwei Düfte auch von Chestnut Hill mitgenommen. Und jetzt, wo ich die Verpackung so sehe, überlege gerade, ob ich den schon mal hatte. Das ist Meister Sam, wenn er nicht vorbeikommt, wo er gerne vorbei möchte, weil der Hund im Weg liegt. Hund und Katze.
Ja, ich habe zwei Chestnut Hills bestellt, auch sechs Melts jeweils, und ich glaube, die lagen auch bei 6,50. Also das hat sich im Preis auch nicht viel genommen. Und bei Toasted Marshmallow, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich den schon mal hatte, hat also auch ein weißes Wachs. Der riecht aber komisch. Das tut mir sehr leid, der riecht wirklich komisch. Also es soll ja theoretisch nach karamellisierten Marshmallows riechen, also was Vanilliges haben. Ich rieche überhaupt kein Marshmallow. Ich rieche kein Vanille. Ich rieche irgendwie nur verbrannt. Ach, das riecht irgendwie. Nee, also der gefällt mir so jetzt gar nicht. Also er riecht wirklich, weiß nicht, wie verbrannt. Also ja, er ist toasted, keine Frage. Aber es müsste doch dieser Vanille-rauchige. Nee, das habe ich nicht. Also ich werde ihn warm probieren, weil, ne, natürlich, warm sind Düfte oftmals anders. Aber so auf dem Hauch, nee, gefällt der mir nicht. Also der riecht wirklich, wie wenn ich irgendwie in meinen Kaminofen reinrieche. Nee, finde ich nicht gut. Nein, da waren die anderen kalt überzeugender. Aber ich habe ja noch einen zweiten Duft, und zwar Autumn Days. Also wie man sieht, total in Herbststimmung. Also bin ich sehr gespannt. Ja, das ist viel schöner. Ja, der riecht gut. Der riecht wirklich so nach Herbst, nach Herbstlauf. Wir haben wieder ein bisschen Apfel. Ach, sehr schön. Auch wieder so ein bisschen dieses Cider drin. Und haben aber gleichzeitig dieses Holzige. Ja, das finde ich schön. Also, wenn man wirklich zum Raum kommt, irgendwie sein Apfelgrog. Da brennt ein Feuer. Nein, der gefällt mir gut. Der macht echt Spaß. Der hat so ein braunes Wachs. Nee, der gefällt mir. Also, der gefällt mir sehr gut. Autumn Days. Ja, also, man duftet halt immer blind. Ich war leider bei Candle Warmers noch nicht im Shop. Ich bin aber nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal so Richtung Düsseldorf bei der lieben Becky. Und da haben wir schon gesagt, dass wir da mal einen Abstecher machen. Mal gucken, ob das klappt. Aber das ist dann auch eher, ja, in der zweiten Jahreshälfte. Ja, also, der gefällt mir viel, viel, viel besser. Der riecht richtig gut. Ich weiß nicht, was das mit dem Toasted Marshmallow für ein Problem ist. Eigentlich, ach, mag ich Marshmallow. Aber da kommt echt was ganz Komisches. Ich muss den mal warm ausprobieren. Also ich packe ihn warm auf jeden Fall in die Lampe. Und vielleicht mache ich da auch irgendwie mal ein Update auf Instagram. Ist unten in der Infobox verlinkt. Wenn euch das interessiert, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und ja, das war sie jetzt, die kleine feine Candle Warmers Bestellung. Ja, besonders freue ich mich natürlich auf meine neue Duftlampe Follow Your Dreams. Die gefällt mir super gut und die ist auch wirklich richtig schön groß. Also auch im Vergleich zu meiner anderen. Die ich habe, finde ich das richtig, richtig cool. Und ja, ergänzt sich jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, meine vierte Lampe sozusagen. Ich habe zwei für Gläser und das ist jetzt sozusagen auch die zweite eben für die Duftwachse, für die Melts. Ja, bin ich sehr happy, dass ich da auch im Sale zugeschlagen habe. Und bis auf der Frosted, nee, Toasted Marshmallow, habe ich auch das Gefühl, richtig tolle Düfte erwischt zu haben. Bin sehr angetan, sehr gespannt, wie sich der EBM Creations Duft dann auch im Raum verteilt, wie viel man da irgendwie braucht. Und ja, ich freue mich. Also ich bin sehr happy mit der Bestellung, ging auch super schnell. Also da muss ich echt sagen, da bin ich immer super begeistert. Ich habe da irgendwann Sonntag bestellt, also da war ja auch noch der Feiertag, und jetzt heute am Donnerstag ist es bei mir angekommen. Also es ging wirklich mega schnell, alles gut verpackt, und ich finde, das muss man auch mal wirklich lobend erwähnen. Das habe ich bei anderen Shops auch schon anders gesehen. Und ja, jetzt wird die Duftlampe in Betrieb genommen. Ich bin gespannt, was bei euch vielleicht gerade so düftelt. Vielleicht kennt ihr ja auch den Toasted Marshmallow und wollt etwas beschwichtigen, dass er warm wahrscheinlich ganz gut riecht. Aber da werde ich auf jeden Fall auch berichten. Und ja, ich packe euch den Shop unten in die Infobox. Wenn ihr da irgendwas sucht, vielleicht auch mal eine elektrische Duftlampe ausprobieren wollt, dann macht das gerne über ja, den Shop. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.